70% aller Österreicher und Österreicherinnen sind für eine Millionärsteuer. Das geht aus einer neuen Umfrage hervor. Das ist eine ganz klare Mehrheit. Eine kleine Minderheit, nämlich die Superreichen, sind aber dagegen. Und weil sie das sind, streuen sie falsche Mythen. Besitzt du 1 Million Euro? Nein, ich auch nicht. Eine Millionärsteuer trifft dich erst ab 1 Million Euro. Ganz und gar nicht. Es ist eine Fairness-Debatte. Schaut man sich die Zahlen an, dann tragen Beschäftigte, Pensionisten und Pensionistinnen, Konsumenten und Konsumentinnen mit 80% den weitaus größten Anteil der Steuerlast. Bei Vermögenden sind es lächerliche 1,4%. Das Gegenteil ist der Fall. Eine Millionärsteuer kann den Standort sogar verbessern, weil mehr Geld für wichtige Leistungen zur Verfügung steht. Pflege, Kinderbetreuung, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und so weiter.